Ihr wollt mehr Realistik haben in alles. Natürlich ist er auch ein Simulator. Dann schaut euch diesen Mod an. Er macht nicht viel was, aber eine Kleinigkeit. Und zwar fügt er ein, dass die Rundumleuchten nicht wirklich 100% synchron blinken, sondern eine ein bisschen schneller ist wie die andere. Und das balanciert sich ein bisschen ein, damit man einfach nicht immer das Blinken hat. Jetzt blinken sie beide fast gleichzeitig und dann wieder unterschiedlich, mal links, rechts. Also das blendet sich so ein bisschen ein. Bei den Real Life ist ja auch so, dass die nicht immer parallel einmal die, sondern das, ja, ist ja immer abhängig, was man für ein Modell hat, die Motoren, die laufen nicht immer gleich schnell und dann kann es durchaus so wie hier passieren, sie blinken abwechselnd oder auch gleichzeitig. Und das macht der Mod. Das kann man natürlich auch alles selbst einstellen, ganz einfach, indem man einfach den Speed selbst anpasst bei jedem Mod selbst, aber der macht das einfach generell. Bei jedem Fahrzeug, das Rundumleuchten hat, mehr als ein Stück, fügt er das ein, dass die dann selbst irgendwie sich das ausbalancieren. Ich glaube auch sogar, wenn man mehr hätte, würde er das auch noch ausbalancieren. Das habe ich aber nicht getestet. Ja, viel mehr macht der Mod nicht. Es bringt ein bisschen mehr Realismus mit rein. Fällt kaum auf, muss ich ehrlich sagen, aber wenn man es weiß, gar nicht so schlecht. Also soweit, cooler Mod. Er macht auch keine Logfehler, also auch da ist gut. Warum dann einfach nicht drin lassen? Vielleicht, ja, ein bisschen cooler ist es ja, wenn es auch mal doppelt blinkt. Gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, sondern einfach Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Vorstellung. Tschüss!